Ich bin verwirrt. So, Nebengleise, Eisenmaschinen, versuchen Sie Küstenbereich des Sees. Ja, aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal dahin. Ah, ich habe mich hier noch weiter umgucken müssen. Ah, goddammit. Egal, das machen wir dann später. Ich möchte mich erstmal da bei dem anderen umgucken. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Und wir sind schon da. Tralala. So. Mines. Also Minen. Minecraft. Ach so. Hier waren früher zwei Gleise. Ne, Moment, das bin ich ja gar nicht. Untersuchen. The switch is rusted, but it still works. A fake train. Ha! What a clever and devilish trick. Aber was können wir hier sonst noch untersuchen? Bin ich jetzt doof oder was? Weil da hinten können wir ja nicht weiter. Können wir hier weiter? This road should go in the same direction as the railway. Gehen wir doch mal lang. Gucken, wo wir hinkommen. Nicht wirklich irgendwo hin. Bin ich jetzt doof oder was? Haben wir untersucht. Untersuchen Sie das Nebengleis, das bei der Eisenbahnweiche beginnt. Menno! Was gibt's denn hier noch zu untersuchen, bitte? Ich finde nix. Okay, dann machen wir. Halt, Watson, wir müssen reden. Falsche Taste. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ja, das frage ich mich auch gerade. Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Ich glaube, als nächstes könnten wir in die, ja, in die Minen. Aber wir haben noch nicht alle so Nebengleise zwischen Bahnhof und Chesterfield, ne, zum Steinbruch. Untersuchen Sie Nebengleise. Ach du, das ist nicht. Wir gehen noch mal zu diesem anderen Bahnhof da in dahin. Da haben wir nämlich auch noch nicht alle Hinweise gefunden. Wir müssen ja für das perfekte Ergebnis wirklich alle Hinweise auch gefunden haben. Und es ist schön, auch mal einen Fall mit Watson zusammen zu machen. Ich glaube, insgesamt hat das Spiel 6 Fälle. Also, schöne Spielzeit.
Und ihr dürft nicht vergessen, dieses Spiel ist immer noch blind. Ich weiß selber nicht, was richtig und was falsch ist in diesem Spiel. Das heißt, ihr kriegt eigentlich das Unverblümte, meine Gedanken, in den Kopf gerammt. So, weil hier haben wir uns ja auch noch nicht ganz umgesehen. Waiting Call. Wir gehen jetzt nochmal alles ab. Untersuchen. Bürotisch. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Das heißt, er könnte wirklich Geldprobleme haben. Wettscheine. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Wahrscheinlich hat sich deswegen auch die Frau von ihm getrennt. Da werden wir ihn auf jeden Fall nochmal drauf anhauen müssen. A telegraph. Ja, den gibt's ja überall. Also auf seine Spielsucht müssen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Oh, da war doch was. Zigarettenstummel. Den der Herr hat fallen lassen. Sieht aber mehr nach Zigarello aus. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. So, die gehen nur nach da oder da. Ah! So. Das heißt, die müsste ich noch ein bisschen nach da bewegen. A greenish brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Verbrannte Stücke. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Ich nehme das. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. Okay. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Es ist merkwürdig. Okay, verdächtiger Mann am Bahnhof Doncaster raucht Ricardo Zigarren. Trollmexikan schon mal exzellenter Qualität. Mindestens ein paar Tage verbracht. Ja, und die Wettdinger. Da müssen wir den Herrn hier auch noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ach, Watson, Sie sind's. Okay, das ist die andere Seite der Waiting Hall.
Gehen wir hier nochmal rein. Railway Post Bags. Sonst. Oh, halt. Tasche. This post bag belongs to the station master. Irgendwas mit Briefanwalt. Anwaltskanzlei Corwell, Main Road, bla bla bla, in London. An meinem letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hoch an Edward Duff. Ja. Der zweite. Brief an Ehefrau. Steht da drin. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Seven Appine Street, Basham, Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. Liebe Edward. Oh. Er hat Wettschulden. Er könnte mit den Chilenen eine gemeinsame Sache gemacht haben. Mit Betonung auf hätte, sollte, könnte. Das muss nichts heißen, aber... Watson, would you like some tea? No. No. Mich würde mal interessieren, wo der Vogel hin ist. Naja, wir müssen jetzt erstmal mit dem Herrn hier noch ein bisschen reden. So, Donny. Donny Boy. Er könnte mit dem unter gemeinsamer Decke stecken für richtige Pinke Pinke. Was mit dem Mexikaner? There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Yeah. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Das. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. Ah, wir haben die Untersuchung abgeschlossen. So, wir haben wieder Beweise. War wahrscheinlich Doncaster ein Telegramm, Ausgang und Abfahrt verschwunden, Zug berichtet. Doncaster Vorsteher hier. Doncaster. Ex-Frau und Anwalt Geldzahlung zugesichert, Wettscheine gekauft, obwohl er eigentlich knapp bei Kasse ist. Okay, ich probiere jetzt einfach mal irgendwie alles zusammen mal aus. Tatsache, das hängt wirklich zusammen. So, der Zug hat bei Doncaster passiert. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsteuer hat gelogen. Falschen Bericht gesehen. Möglicherweise wurde er mit Geld, weil er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Ja, für mich ist das klar, dass der Zug kam nie in Evesham an. Der verschwundene Bahnhofsteuer in Evesham selbst hat ihm einen Zugattrapper eingesetzt. Weil, Achtung, wir watchen auf the map. So, in Evesham kam er nie an. In Chesterfield ist bereits der Zug als Attrappe, weil er nämlich in die Minen und er wurde von dem Mexikaner bestochen. So. Nebengleis zwischen Bahnhof und Chesterfield und Evesham zum Steinbruch führt. Nebengleis bei Evesham, Küstenbereich des Sees. Wo sind wir hier überhaupt? Das sind das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham. Welches Nebengleis?
Stimmt, hier wollten wir noch einmal rein. Aber ist bestimmt verschlossen. Okay, kommen wir zumindest nicht rein. Egal, wir gehen jetzt erst einmal zum Strand. Aber es bildet sich so langsam ein Muster. Weil wieso sollte der Mexikaner da so ewig lange warten? Außer halt, um aufzupassen, dass er nicht zu Interpol oder Scotland Yard geht.